Ja, ich bin noch mal da. Irgendwie bei meinem Upload ist was fehlgeschlagen. Irgendwie fehlen die letzten, weiß nicht, wann das Video ging, glaube ich, 15, 16 Minuten, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hatte ich ja noch mehr. Also ich hatte ja noch ein paar Klamotten. Ey, tut mir leid, wenn ich gerade voll durchgestrubbelt aussehe, aber ich lag irgendwie auf der Couch, weil ich ja gewartet habe, dass er das endlich mal fertig hochlädt. Jedenfalls war ich ja bei dem P2 Pulver-Lidschatten stehen geblieben. Habe ich auch kurz mal getestet. Gut, sieht man hier nicht. Ist jedenfalls total geil. Richtig gut pigmentiert. Man braucht super wenig davon, weil es echt richtig krass doll raufhaut. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, super Kauf gewesen. Kann ich nur weiterempfehlen. Also wer rot mag oder es gab noch grün und blau, keine Ahnung. So, ich muss ganz schnell weitermachen, weil ich will duschen. Ach ja, hier hatte ich das nochmal, ne? Falls einige das noch nicht gleich mitgeschnitten haben, welches sie meinte, das. Gut, ich hatte noch was gekauft. Und zwar einmal, also jetzt zu Accessoires und Klamotten, hatte ich einmal bei Madonna mir eine Kette gekauft. Und zwar, ach ja, sieht die so aus. Mit rosa, braun und weiß. Und hier hat an einigen sind noch so. Wo bin ich denn? Hier so eine goldenen Dinger dran. Also, ich mag Gold ja nicht gerne, aber hier an der Kette fällt es halt nicht doll auf. Die hatte ich mir auch hauptsächlich gekauft zu meinem neuen Gürtel. Übrigens, die Kette hat 8,99 gekostet bei Madonna. Und da hatte ich mir auch einen Gürtel gekauft, der in so einem beige, ja, Champagnerfarben ist. Die Schnalle sieht so aus. Fand ich richtig schön. Und mit der Kette sieht echt süß aus. Fand ich gut. Mal was anderes. Weil meist trage ich ja immer einen schwarzen Gürtel oder so. Aber einen hellen ist auch mal schön. Dann hatte ich mir noch drei Pullis gekauft. Und zwar hatte ich was gesucht in Alt Rosé. Weil ich mir letztens ein neues Tuch gekauft hatte und da sieht Alt-Rosé oder Alt-Rosa, wie auch immer, total schön zu aus. Und mein Shirt, was ich mir bei Vero Moda gekauft hatte, ist irgendwie eingelaufen, obwohl ich es nur bei 40 Grad gewaschen habe, so wie es erlaubt ist. Naja, jedenfalls war ich dann auf der Suche, habe auch was gefunden. Ganz schlicht und einfach ein Basic-Shirt mit Langarm in Alt-Rosé zu dem Tuch. Dort unter trage ich ein graues Longtop mit grauen Gürtel rüber. Also denke ich mir jetzt mal so. Ja, fand ich schön. Der hat gekostet 14,95. Ja gut, die Farbe erkennt man hier nicht so gut, aber ist auch ein bisschen länger. Mache ich, ziehe ich das, nee, morgen auf Arbeit ist es zu warm. Aber mal gucken, kann ich ja morgen Abend einfach anziehen und mache euch mein Outfit of the Day. Ja, jetzt, ja. Was soll ich da lange drum herum reden? Ich habe mir die Werbungsblätter angeguckt und habe im Kick, ja, im Kick, diese Pullis entdeckt, im Beiblatt. Und zwar haben die so ein, hier eine Knopfleiste vorne, dann ein Dreiviertelarm und die sind auch sehr lang geschnitten, unten mit kleines Bündchen, für 6,99 gesehen. Da habe ich mir gedacht heute, naja, könntest ja mal gucken und anprobieren gehen. Also, ich habe überhaupt nichts gegen den Laden, ne? Aber es ist schon komisch, da so alleine reinzugehen. So, wenn man eine Freundin mit hat, mein Gott, ne? Dann guckt man zusammen. Aber ich alleine, oh, sieht mich hier einer, ist hier jemand, den ich kenne? Oder, obwohl, ja, wahrscheinlich, ich gehe zwar öfter in Kick, aber da kaufe ich mir viel so Dekokram zum Hinhängen und sowas alles. Oh, irgendwie ist meine Nase total verstopft. Naja, jedenfalls habe ich mir den auch nochmal in Schwarz mitgenommen. Ja, Knopfleiste, 7/8 und lang mit Bündchen. Ja, mein Gott, für 6,99, selbst wenn die beim Waschen irgendwie einlaufen, tut es mir nicht so weh. Ja, das war auch eigentlich nur der Rest, den ich euch noch schnell zeigen wollte, der von dem das von dem Video fehlte. Ich hatte zwar in letzter Zeit noch mehr geshoppt, so, ne? Das habe ich jetzt aber nicht alles rausgesucht. Weil dann wäre mein Video morgen noch nicht fertig. Ja, ich fand es halt doof, weil das Ende fehlt. Das regt mich voll auf, weil das Video bestimmt, weil ich vorher wieder irgendwo rumgedrückt habe. Das ist denn, das hatte ich schon mal. Dann hört er ab da, wo ich raufgedrückt habe, lädt er nicht mehr weiter hoch. Keine Ahnung.
Naja, ich werde denn jetzt auch gleich duschen gehen und werde es mir dann gemütlich auf der Couch machen, morgen wieder arbeiten. Ja, und dann, aber bevor ich schlafe, durchforste ich noch YouTube, weil ich gucke mir ja so gerne Videos bei anderen an. Ja, dadurch vergesse ich, glaube ich, auch manchmal selber Videos zu drehen. Obwohl, ne, der Abstand zum letzten Video ist ja noch nicht so lange her, muss ich mal sagen. Für meine Verhältnisse. Nee, aber das mit dem Outfit of the Day halten wir fest. Das werde ich, denke ich, morgen Abend machen, wenn ich von der Arbeit komme. Oder, ja, nachher nicht. Nachher habe ich nasse Haare und so, sieht ja auch scheiße aus. Ja, das war's auch schon. Ich wollte, wie gesagt, und jetzt kann ich ja auch Tschüss sagen, weil vorhin ist ja irgendwie meine Kamera abgestürzt. Keine Ahnung, jedenfalls war dann alles weg. Also, ich konnte nicht mal Tschüss, gar nichts sagen. Ich war eigentlich noch beim Sabbeln. Naja, okay. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten, wie auch immer. Ja, und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Ich werde versuchen, euch nicht mehr so lange zappeln zu lassen, weil ich kriege schon viele Nachrichten, ne, dass ihr mehr Videos von mir sehen wollt und so. Was mich auch total freut, weil ich möchte es ja eigentlich auch. Ja, ich denke, wir sehen uns dann morgen zum Outfit of the Day und ja, habt einen schönen Abend. Tschüss!